Herzlich willkommen zum X-Tipp Spieltagstipp. Neben mir steht Marin Mandic, Eintracht Norderstedt, und wir tippen jetzt den zweiten Spieltag der Regionalliga Nord. Die Partie geht los, der Spieltag geht los mit VfB Oldenburg gegen Hannover 96 2. Was ist dein Tipp? Tippe ich auf ein 2-1 für Oldenburg. Hast du da einen Torschützen im Kopf? Leider nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wer bei Oldenburg alles noch verblieben ist aus der letztjährigen Mannschaft. Ein 2-1. Okay. Weiter geht's mit VfL Wolfsburg 2 gegen den BSV Rheden. Da tippe ich auf ein 3-1 für Wolfsburg. VfB Lübeck gegen Germania Egestorf Langenreder. Da tippe ich auf ein 1-1. SV Meppen gegen ETSV Weiche Flensburg. Das wird ein verdientes Unentschieden, 2-2. Nächste Partie, der Hamburger SV mit der zweiten Truppe gegen SV Eichede. Da tippe ich auf ein 1-1. Dann geht es weiter mit Eintracht Norderstedt gegen Wolfsburg. Bei allem Respekt Lupo Martini gegenüber, ich hoffe oder denke, wir gewinnen 2-0. Hast du da einen Torschützen im Kopf? Zweimal Mandic, nein, Toxis und Lüneburg. Dann geht es weiter mit Lüneburger SK gegen Eintracht Braunschweig 2. Das wird ein 0-1. Dann geht es weiter mit SPVGG Drochtersen-Assel gegen Borussia 06 Hildesheim. Ein 1-1. Und dann letzte Partie, die verlegt worden ist, der TSV Havelse gegen den FC St. Pauli 2. Ein 3-1. Das war der Spieltagstipp mit Marin Mandic von Eintracht Norderstedt.